Hallo und herzlich willkommen beim Oldtimer Studio 21. Der Renault 5, kurz R5, war ein zwischen Anfang 1972 und Ende 1996 produzierter Kleinwagen des französischen Fahrzeugherstellers Renault. Der im Video gezeigte Renault 5 Le Mans steht im Übrigen zum Verkauf. Zum Verkaufsvideo geht's oben rechts im Video. In zwei Fahrzeuggenerationen wurden über 9 Millionen R5 verkauft, womit der Wagen dann etwa 7 Jahre länger hergestellte Renault 4 übertraf. Über 5,5 Millionen R5 trug die erste Generation dazu bei. Den R5 gab es anfangs ausschließlich mit 3 Türen und Schrägheck. Die fünftürige R5-Variante folgte im Sommer 1979. Eine Stufenheckvariante mit etwas längerem Radstand und mit 4 Türen wurde von Ende 1974 bis Anfang 1983 für den spanischen Markt bei FASA Renault in Valladolid gebaut und als Renault 7 Cite ab 1979 Renault 7 verkauft. Man wollte das in andere Märkte aufgebaute Image des R5 nicht durch ein in dieser Fahrzeugklasse eher als konservativ angesehenes Stufenheckmodell komprimieren. Der Motor war längst hinter der Vorderachse eingebaut, das Getriebe davor. Zunächst wurde der R5 mit einem 0,8 Liter Motor des R4 ausgestattet. Er leistete 34 PS, wurde jedoch nur in Frankreich verwendet. In Deutschland wurde er als Basismotorisierung mit 36 PS eingeführt. Weiterhin gab es das Modell TL mit einem 1,0 Liter Motor, der auf dem des ehemaligen R8 basierte und im R5 44 PS leistete. Hier umfasste die Ausstattung auch Elektrolüfter und Drehstromlichtmaschine. In Deutschland kostet diese Version bei der Einführung weniger als 6.900 Mark. Das neu konstruierte Getriebe hatte ein Gehäuse aus Grauguss und wurde später auch für den R4 übernommen. Frühe R5 haben wie der R4 eine Revolverschaltung. Ab 1975 gab es eine anfangs etwas hakelige Mittelschaltung. Die vergleichsweise geringe Höchstgeschwindigkeit der schwächeren Motoren lag beispielsweise über der des VW 1300 und auch der vom Audi 50 abgeleitete VW Polo 1 und der Fiesta mit 1,0 Liter Hubraum. 1974 wurde der LS mit Ottomotor und 64 PS aus dem Renault 12 eingeführt. Ab 1975 baute Renault den R5 auch als Kompaktsportwagen mit 93 PS unter dem Namen Alpine, der eine Höchstgeschwindigkeit von 173 km/h ermöglicht. 6 Jahre später wurde die Leistung dieses Motors durch einen Turbolader gesteigert, R5 Alpine Turbo. Der Motor hat eine Klopfregelung, jedoch keinen Ladeluftkühler und der Vergaser ist vor dem Turbolader angeordnet. Darin unterscheidet sich der R5 Alpine Turbo unter anderem von Renault 18 Turbo. Die Leistung des R5 Alpine Turbo stieg durch die Aufladung auf 107 PS bei 6.000 Umdrehungen die Minute und ermöglicht eine Endgeschwindigkeit von 185 km/h laut Hersteller. Die Beschleunigung von 0 auf 100 wurde in 9,1 Sekunden absolviert. Der R5 Turbo kam 1980 auf den Markt. Sein Motor leistete 160 PS. Die letzte Version im Jahr 1985 unter der Bezeichnung Renault Maxi 5 Turbo leistete 408 PS. Er war in der FIA Gruppe B für Rallye-Einsätze homologiert und auch für Rennstrecke ausgelegt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Kanal abonnieren nicht vergessen.